Hallo, liebe Freunde des Barfußlaufens. Ja, es gibt dieses Bild, das im Inneren in uns etwas ist, was ewig ist. Es gibt auch viele verschiedene Annäherungen daran. Und eine davon ist das immerwährende Gebet. Wir gehen barfuß im Außen diese Kaffeebohnenschritte und mit diesem immerwährenden, sprechenden Gebet, murmelnd oder ganz lautlos, gehen wir auch nach innen und gehen wir gleichzeitig auch aus uns heraus und verbinden uns. Also wenn du möchtest, dann bewege das mal in deinem Herz und dann recherchiere mal.